Genau, B44 ist unser Gate. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder in London Heathrow Terminal 2. Ja, wir fliegen heute, Überraschung, First Class, Thai Airways. First Class, die neue. Dominik 1A, ich 2A. Das heißt, wir sind gemeinsam in der First Class unterwegs und hoffentlich wieder ein tolles Erlebnis mit dieser Airline und der First Class und natürlich auch mit Meilen gebucht. Wie und was wir bezahlt haben, gleich. Und wohin sollte es gehen? Natürlich ganz klar Bangkok, aber das ist nicht unser Endziel. Wir fliegen dann eine exotische Airline, dazu aber das nächste Mal mehr. Jetzt erstmal wunderschön First Class. Thai Airways hat hier in London Heathrow keine eigene Lounge. Dafür dürfen wir als First Class Gast in die Singapore Airlines First Lounge. Die befindet sich im Satellitengebäude vom Terminal 2, Gate B2. Außerdem hat Zugang zu dieser Lounge Singapore Airlines First Class Gäste und auch die Statusgäste entsprechend von Krisflyer. Gleich wenn man hineingeht in die Lounge, wird man nett begrüßt oder man setzt sich direkt entweder zum Fine Dining mit Blick auf das Rollfeld oder geht weiter rechts, da sind die eher Lounge-Sessel und Relax-Sessel oder auch Sitz- und Liegemöglichkeiten. Schlafmöglichkeiten gibt es hier nicht, aber Platz zum Arbeiten würde es geben oder wie gesagt zum Essen. Es gibt hier zur Frühstückszeit ein Buffet, warme Speisen, also warmes kleines Buffet. Getränke, aber eigentlich muss man gar nicht hier an das Buffet gehen, kann man natürlich tun. Man kann sich auch bedienen lassen, wenn man irgendwo hier sitzt und dann kommt nochmal jemand und fragt. Das kann man sagen, so die kleine Bar hier. Es gibt also keine Getränkebar in dem Sinne, sondern man kann sich hier selbst bedienen oder auch sich bringen lassen. Ausgewählte Gin-Sorten, sehr gute Weine habe ich gesehen, Weißweine, Rotweine und na klar Champagner. Das ist doch so, macht First Class Spaß, oder? So, es ist Boarding Time. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Ein Personal Assistant bringt uns von Lounge zum Flugzeug, fast ins Flugzeug hinein. Angekommen an Bord der 777 heißt es Sabadikap. Sabadikap. Ich mag ja die Gastfreundlichkeit der Thais und ja, die ist besonders hier an Bord wieder eindrucksvoll. Kaum sitze ich, kommt schon die Flugbegleiterin und fragt, was ich denn trinken möchte. Es gibt den Thai Signature Drink, das ist ein Butterfly Eistee oder andere Softdrinks. Champagner gibt es erst im Flug. Also, wir haben einen unglaublich großen Sitzplatz mit sehr viel Beinfreiheit nach vorne, aber nicht so viel jetzt. Sitz- und Roomtour, die kommt nach dem Start. Möchte ich eine Erklärung des Sitzes haben, würde ich sie jetzt bekommen, aber ich kenne ihn schon und freue mich einfach über die Menükarte. Hier ist schon das heiße Tuch, gefolgt von dem Pyjama, den Slipper und auch das Amenity Kit von Porsche Design im Hardcase, eine Flasche stilles Wasser und die Kopfhörer. Das war's erstmal, mehr kommt später. Hallo.
Eine Sache, die komisch war, denn es gab zwar eine Menükarte, aber keine Getränkekarte. Keine Möglichkeit zu erfahren, welche Weine im Angebot sind oder welcher Champagner denn angeboten wird. Stattdessen habe ich gefragt und ich konnte mir zwei Weißweine aussuchen. Okay, die sehen auf den ersten Blick schon sehr gut aus. Chablis ist immer eine gute Wahl und das ist auch mein Wein für den Flug. Und dann geht's auch schon los. Nutzen wir die Zeit, einfach mal ein bisschen über Thai Airways und die First Class zu sprechen. Es gibt nur noch 3 Flugzeuge in der Flotte von Thai Airways, die überhaupt eine First Class anbieten. Und auch nur 3 Routen, darunter London, Tokio und Osaka. Das hat den Hintergrund, so sagt man, dass zumindest nach London oft die Mitglieder des Königshauses fliegen und man dort gerne eine First Class hätte. Das hat dazu geführt, dass Thai Airways kurzfristig eine First Class wieder im Programm hat. Denn das hat man vorher während der schwierigen Phase, also letztendlich Thai Airways war bankrott und hat beschlossen, alle unwirtschaftlichen Flugzeuge abzugeben. In diesem Fall war das die A380 und die 747-400 Modelle und alle Flugzeuge hatten eine First Class an Bord. Das hieß automatisch, es gibt keine First Class mehr bei Thai Airways. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit und auch von anderen Fluggesellschaften, dass man nie sagen sollte. Und gerade mit Hinblick auf die A380 sollte man niemals vorher sagen, dass eine Rückkehr ausgeschlossen ist. Andernfalls macht man sich doch ein bisschen unglaubwürdig, oder? Was meint ihr? So, Schotten sind schon dicht. Der Vorhang zur Business Class ist schon zu. Und er spielt schon ein bisschen rum. Ich gehe mit der Toilette. Ich zeige euch mal die 2 Waschräume. Auf links und rechts in der Nähe des Cockpits befinden sich 2 unterschiedlich große. Links ist die größere Variante, aber die ist besetzt. Rechts, da gehe ich rein. Und ihr könnt sehen, die ist immer wieder schön ausgelegt mit den Thai Airways First Class Tischdecken. Und verschiedene Cremes. Payo ist hier der Anbieter für das Eau de Toilette oder auch die Body Cream. Die Handseife, Becherchen und verschiedene Tücher. Einmal Stoff und 2 verschiedene Papiertücher. Jetzt muss ich mich doch glatt beeilen, denn der Service ist schon voll im Gang und der Champagner wird schon ausgegossen. Dominik hat ihn schon. Von der Cup. Ja, das ist also, das ist Thai, so wie sie immer schon waren und wie sie immer noch sind. Ich finde es toll. So. Für ein bisschen mehr Privatsphäre hat man den kleinen Divider, also den Sichtschutz, den man nach vorne schieben kann, aber es gibt keine Tür zum Schließen in diesem Fall. Das sieht doch gut aus, oder? Was sagt ihr? Kaviar-Service bei
Thai Airways. First Class muss nicht unbedingt teuer sein. Das wisst ihr ja, habt ihr bei uns ja schon ganz oft gehört. Und wir haben noch nie eigentlich, ich glaube nicht, First Class mit Geld bezahlt. Immer nur mit Meilen und Punkten. Genauso wie dieser Flug, denn er hätte gekostet 8.000 Euro oder sogar mehr, je nachdem wann man bucht und wie kurzfristig und wie gut gebucht und sie ist ausgebucht, die First Class. Und deshalb bucht man First Class immer nur mit Meilen und Punkten. Thai Airways gehört zu der Star Alliance und Star Alliance ist auch diese Allianz, bei der die Lufthansa ist. Und wir sammeln auch ganz viele Meilen mit Payback und bei Miles & More, die man ja entsprechend 1:1 umwandeln kann, die Payback-Punkte zu Miles & More und können damit die Miles & More Meilen nicht nur für die Lufthansa einsetzen, sondern auch für die Thai, aber auch für Singapore Airlines und andere Star Alliance Airlines. Und deswegen lohnt sich das umso mehr beim Einkaufen darauf zu achten, so viel wie möglich an Payback-Punkten rauszuholen. Das könnt ihr gerne bei uns nochmal nachlesen, wie ihr das am besten macht und auf jeden Fall Coupons einsetzt, nutzt und entsprechende Kreditkarten. Der nächste Gang ist da. Also es geht ruckzuck hier bei Thai, aber eins muss ich sagen, es ist extrem laut hier in der 777 vorne. Sehr unangenehm und ich hoffe, ihr könnt mich auch gut verstehen. Ich habe ja tatsächlich ein neues Mikrofon und es soll gerade bei Umgebungsgeräuschen, lauten Umgebungsgeräuschen, besser sein als unsere alten Mikrofone. Ich hoffe, es bringt was. Lasst uns gerne mal einen Kommentar unten da. Dann könnt ihr mal sagen, wie es euch gefallen hat, das Video bis jetzt und generell auch die Tonqualität. Und ein bisschen habe ich auch nachvertont, weil ich denke, so die wichtigen Dinge, die kann man auch im Nachhinein bringen mit VoiceOver, weil das Boarding war ziemlich hektisch und da kann man nicht so viel erzählen, so live direkt vor Ort. Das kann man ganz in Ruhe mit mehr Inhalt und mehr Informationen im Nachhinein machen, oder? Rote Beete Püree und Ziegenkäse und als Hauptgang das Thai Steak, so in etwa, aber da macht es eher das, die Soße macht es aus. Das ist eine dunkle, wahrscheinlich scharfe Soße. Das ist in Thai irgendwie immer so. Und sieht aus wie Hühnchen. Thank you. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, Rote Beete mit Ziegenkäse-Creme oder generell ist ein bisschen Frischkäse. Mal gucken. Interessant. Die ist ein bisschen scharf-sauer, die Soße. Dazu serviert oder gibt es ein Chablis, französischer Weißwein. Aber komisch, dass es hier keine Karte gibt. Also es gibt keine Weinkarte. Eine Menükarte ist da, aber Getränke nicht wirklich. Also kann man das vorher nicht checken. Guck mal, das sieht doch total schön aus, oder? Das ist Gurke, aber sehr lecker. Wirklich sehr gut. Mein Käse, also das Dessert kommt danach, habe ich erstmal bekommen. Vier verschiedene Sorten an Käse, Früchte, die wirklich sehr frisch aussehen. Getrocknete frische Früchte dazu und ja. Hättet ihr jetzt hier was zu meckern? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe nichts gefunden, bis auf, dass es halt keine Karte für die Getränke gibt. Also keine Getränkekarte. Aber alles andere ist top, wie immer. Und ich freue mich wieder, mit Thai Airways fliegen zu können und ich freue mich besonders, wieder in Bangkok sein zu können. Ich mache jetzt schnell die Roomtour mit allen Details vom Sitz, was ihr wissen müsst über den Sitz, weil es wird gleich dunkel werden und wir kommen morgen um 6 an, es wird auch nicht mehr hell werden. Das heißt, wenn, dann jetzt. Es ist eine Suite in dem Sinne nicht wirklich, weil sie ist nicht verschließbar. Also
der Sitz. Es ist ein sehr geräumiger, großer Einzelsitz an den Fenstern. In der Mitte befinden sich dann die Zweiersitze. Also klar, jeder hat seinen eigenen Platz, aber den kann man halt für zwei Personen nebeneinander kann man halt sitzen und sich unterhalten. Hier kann man sich leider nicht unterhalten. Hier ist man alleine. Man hat einen kleinen Divider hier und viele Ablagemöglichkeiten. Ja, den Controller für das Entertainment-System, den großen Monitor für mich, habe ich hier. Im Übrigen ist es auch möglich, dass man gemeinsam ist. Das habt ihr vielleicht in unserem anderen ersten Teil Airways First Class Flug gesehen, von London nach Bangkok vor ein paar Monaten. Da saß ich bei Dominik, ich bin da bis jetzt geflogen. Da ist es nicht selbstverständlich, durfte ich mit Dominik vorne essen. Und normalerweise ist es immer strikte Trennung. First Class hier, Business Class da. Ja. Kommt immer so ein bisschen auf die Airline und auf die Crew an. Dann verschiedene Ablagemöglichkeiten. Hier ist ein großes Compartment, also ein Fach mit Platz für ganz viel Technik. Ich habe alles drin, was ich habe, fast alles. Dann habe ich hier eine kleine Ablagemöglichkeit für Kleinkram, was halt vielleicht ein Handy oder die Schokolade. Ja, die Menükarte. Dann habe ich hier einen kleinen Tisch, da kann man die Getränke oder dem, was ich habe, drauf. Hier unten, das sage ich euch gleich noch im Detail, ist der Anschluss für die Kopfhörer, die befinden sich da vorne drin, und ein USB-Ladeanschluss. Die Steckdose, Universalsteckdose, findet sich hier drin, auf der Seite. Leselampe da, Lampe da. Steuerbar über das Panel hier. Das kann ich entsprechend auswählen oder anwählen und habe hier einmal den Sitz als solches, damit kann ich den Sitz steuern, oder die ganze Kabine, also letztendlich meine Kabine hier, und dann kann ich das Licht drumherum steuern, an- und ausmachen, Leselampe anmachen. Dann habe ich, das kennen wir auch von anderen Airlines, hier so ein Fach. Da könnte man so Jacke, Shirt, was man auch immer aufhängen mag, reintun. Entsprechend hier aufhängen und wieder verstauen. Schauen wir mal hier. Das ist das Airline-Ticket. Das schauen wir nachher nochmal rein oder gucken wir es genauer an. Was es am Platz gab, habe ich ja schon gezeigt. Das Kissen, dann habe ich hier so ein kleines Fach oder der Ottoman. Da ist das Bett. Da ist das Bett drin. Letztendlich so der Bettbezug. Den würde man mir hier aufziehen, sobald ich das Go gebe. Sie warten schon da hinten, weil alle schlafen schon. Beziehungsweise liegen und gucken ein bisschen Film und entspannen. Hier ist ein weiteres großes Fach. Da ist die Flasche Wasser und die Kopfhörer. Die kann ich schon mal auspacken. Noise Cancelling Headphones. Da. Oh ja, schick. AKG. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt eine chinesische Marke. Wird schon gut sein. Das war es letztendlich. Das war der Sitz im Ganzen. Ich zeige euch gleich nochmal, wie er dann flach aussieht. Und der Monitor ist berührungsempfindlich. Ich kann ihn aber auch von hier mit meinem Gerät oder mit meinem Controller steuern. Also so ein Controller, der für alles geht. Lampen, Call, also für die Begleiter, oder Besteuerung für das Entertainment-System. Ihr seht, ich habe es schon auf Deutsch gestellt. Das heißt also, die Auswahl wird auch auf deutschen Filmen, mit deutschen Filmen auch relativ gut sein. Aber eine Kamera hat die 777 leider nicht. Ihr merkt, sie ist laut und sie ist auch gefühlt alt, obwohl sie erst ein Jahr alt ist. Ein Jahr altes Flugzeug sieht aus wie 10 oder älter. Gut, die 777 wird ja bald ausgetauscht gegen die X. Ich bin gespannt, wann sie kommt. Aber eine Sache fehlt doch noch, oder? Ist es euch aufgefallen? Ich habe es immer wieder im Bild, aber ich habe nicht gezeigt, was drin ist. Lass uns mal reinschauen. Das ist mein Etikett. Das gehört einfach zu einem Business oder First Class dazu, Flug dazu. Aber es gibt gute, tolle Kits und es gibt, naja, langweilige. Aber Porsche Design ist bestimmt gut. Also, das ist drin. Dieselbe Marke, die auch in großer Ausgabe in den Toiletten gibt. Aber da gibt es halt auch ein kleines Gesichtsfeuchtigkeitsspray, Lippenbalsam. Aber es ist schon ziemlich trocken, die Luft. Also 777 ist ja sowieso relativ trocken und laut. Ja, eine Schlafmaske, Socken, Zahnbürste und Zahncreme und nochmal einen Kamm. Das war's.
kommen gar nicht so hoch mit der Kamera. Wie viel Platz hier in der 777 ist, also nach oben hin ist richtig viel Platz. Aber ich glaube, ihr könnt die Fläche schon sehen, wie ich liege, beziehungsweise ich sitze ja noch. Ich gehe mal in die Liegeposition. Habe ich hier Schnellzugriffe? Ich würde mal sagen, also massig Platz. Ach, und das ist jetzt echt die Liegeposition. Ich kriege jetzt noch, wenn ich möchte, eine Auflage und eine neue Decke und ein Kissen. Und dann habe ich es richtig bequem. Also über 2 Meter lang. Ich denke mal so an die 2,05 Meter und 65 cm bis 70 breit, wenn man die Armlehnen mit einrechnet. Das ist ähnlich wie bei Lufthansa in der First Class, oder? Da hat man auch hier so einen kleinen Ablage, einen kleinen Tisch für die Getränke. Nur der Monitor, der ist wesentlich größer hier bei Teil. Ja, ich habe Hunger und das hörte sich jetzt aber nicht so nach einer so riesengroßen Suppe an. Also danach brauche ich kein Frühstück mehr. Thai First Class. Also gebucht. Nicht mit Euros und nicht mit Upgrades oder sonstigen. Nein, rein mit Miles and More Meilen. 111.000 Meilen sind dafür nötig, was nicht wenig ist, und ab Großbritannien nochmal ungefähr 500 Euro Steuern und Gebühren obendrauf. Das heißt also, kein bester Deal, aber wenn man Thai First Class fliegen will und von Europa nach Asien, dann geht das nur so. Also unglaublich, oder? Schaut euch dieses Dessert an. Das ist doch ein reines Kunstwerk. Oder etwa nicht? Darf man das überhaupt essen? Oolong Tea und Thai Sweets. Also eine Kombination, besser geht's nicht. Und ich sage euch, das hat mich jetzt umgehauen. Ich weiß nicht warum, das ist so ein geiles Dessert. Aber da müssen wir das nochmal anschauen. Das ist ja wie so eine Hand- und Feinarbeit, die man da gemacht hat, wie so eine kleine Nadel aus Bambus da reinzustechen und das zuzuschmachen, damit man das am Ende des Tages schnell essen kann. Das ist interessant. Es sah aus wie eine Birne, schmeckt aber nicht wie eine Birne. Weiter geht's. Auf der kulinarischen Reise in Richtung Bangkok, also die Einstimmung. Thai Iced Tea. Da ist dann so glibberiges Zeug drin, ganz viel Zucker und Tee und Milch. Ist nur noch 2 Stunden restliche Flugzeit. Das heißt, es gibt wieder was zu essen. Das Frühstück. Also ich glaube, ihr habt bei mir jetzt eigentlich nur noch Essen gesehen, oder? Das ist interessant. Ja, so ist es leider. First Class muss man doch genießen. Alles probieren. Und wenn man nicht schlafen kann, muss, dann hat man ganz viel Zeit auf Strecken wie diesen. Ja, mehr freue ich mich. Da bin ich dann schon wieder satt. Nee, das ist jetzt also, das ist uns leider nicht so gelungen. Thank you.
so 5 Stunden geschlafen. Kann man ganz gut hier bei Thai in der First Class. Und ja, wie war es denn so? Also prinzipiell fand ich es ja ganz nett, muss ich sagen, aber irgendwie hat es immer so ein bisschen den Eindruck, so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, tollpatschig vielleicht. Oder wie jetzt zum Beispiel, wir sind hier beim Frühstück, wir haben alles gekriegt und letzten Endes so, da kommt man nicht auf die Idee, mal zu fragen, ob man was trinken möchte, wie Kaffee oder so. Die alten Gläser stehen alle noch da. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde das jetzt nicht weiter dramatisch. Das ist ja eigentlich ganz süß. Allerdings muss man halt auch sagen, es ist ein First-Class-Produkt. Und wir sind jetzt 12 Stunden hier fast unterwegs. Ja, also vielleicht ein Mitarbeiter mehr oder dass der Purser vielleicht mal mitmacht. Sie sind nämlich zu zweit gerade vorne, einer in der Küche. Und sie bedient die gesamten First-Class-Gäste. Das kann schon mal ein bisschen eng werden von der Zeit. Ansonsten Speis und Trank. Kann man nichts sagen. Das passt schon, fand ich zumindest. Meins war gut, war super viel. Ich bin eigentlich immer noch satt. Ich bräuchte jetzt gar kein Frühstück, aber ich mache es trotzdem immer rein damit. Und ansonsten, ja, wenn man 5 Stunden hier schlafen kann, gibt es eigentlich nichts zu meckern am Sitz. Gut, Privatsphäre hier mit dem kleinen Divider. Ich sehe den Gast so dann nicht, wenn ich relativ weit hinten bin. Und alles andere ist absolut in Ordnung, kann man nichts sagen. Die Größe des Monitors, Stefan hat es bestimmt schon gesagt oder auch eingeblendet. Und auch die Größe, Breite des Sitzes, die Einstellmöglichkeiten, das ist alles so, wie man es sich wünscht von der First Class. Schön wäre es noch gewesen, wenn man hier zumachen kann, aber sei es drum. Und vielleicht hat Stefan auch schon erwähnt, man könnte jetzt auch gemeinsam hier frühstücken gegenüber, wenn man das wollte. Aber ja, der Tisch ist jedenfalls groß genug, müsste man ein bisschen anders anordnen, dann geht das schon. Ja, den Rest dann beim Rausgehen, würde ich sagen. Bereit, die A380, die verkauft werden sollen. Schön Reihe in Reihe. Also wir warten jetzt noch ein bisschen, bis es aufgeht. Ja, das ist also nicht wundern, aber wir können ja schon ein bisschen was erzählen, oder ich zumindest. Also nicht so viel, aber ihr habt es vielleicht gesehen, bei mir hat einiges nicht funktioniert. Ich musste die immer drauf hauen, dass die Fächer zu sind. Also das ging nicht anders. Und bei mir war es wesentlich leiser, musste man dazu sagen. 70 Dezibel ja, versus? Laut. Ich hatte 77, fast 78, was sehr, sehr laut ist. Also habt ihr ja gemerkt. Und Dominik hatte nur 72, manchmal 73. Also das geht ja gar nicht. Das ist ja eigentlich nur ein Platz Unterschied. Okay, komm. Krass. Kopf und Tag. Oh, ja. Wir haben gleich einen Empfang genommen. Ist ja noch nicht vorbei. Genau. Wir werden abgeholt. Also die gute Dame hat ein Schild mit unseren beiden Namen nur gehabt und holt uns jetzt ab. Jetzt werden wir mit dem kleinen Trolley oder dem kleinen Wagen, Elektrowagen, zur Einreise. Aber wir sind aber schon fast an der Einreise hier. Ja. Ach, sind wir schon da? Hä? Okay. Das ist fast. Not far. Das ist die Reise erst zu Ende, wenn wir im Taxi sitzen. Ja. Vorher lässt sie uns da nicht gehen. Das stimmt. Also finde ich angenehm. Das war das letzte Mal auch so. Wir wissen aber den Weg zum Taxi. Hat's den Falschen erwischt. Ja, ich hab den Alkohol. Du hast die Geschenke für Manu, aber du hast ja nicht zu viel. Also nein, wir sind ja zu zweit. Jetzt war's das, ne? Nee, also wir haben wahrscheinlich alles weggeschnitten. Wir haben schon ganz viel erzählt und immer nicht zu Ende erzählt. Also, Punkt ist, es war toll, aber nicht
hundertprozentig super, also für ein First-Class-Produkt. Aber ich muss sagen, so die paar Tüpfelchen da drin, die waren wieder so First-Class-like, was andere Airlines nicht können. Der Kaviar mit der Muschel ist immer schön. Auf Eis. Ja, und wobei bei mir war es geschmolzen, ist ja auch egal. Echt? Aber dieses Dessert, das habt ihr da gesehen, das war die Krönung. Ganz total, das hättest du sehen müssen. Diese kleinen Früchte selbst gebastelt. Richtig toll. Das hat mir Spaß gemacht, das zu essen oder zu zeigen. Aber das war es eigentlich. Dann der Sitz und so weiter. Und der Platz war gut. Kann man nicht meckern. Hab alles dazu schon gesagt, genau. Von meiner Seite, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Vielen Dank und wir gehen jetzt ins Taxi. Tschüss. Tschüss. Public Taxi. Ah ja, hier muss auch mal, dass du nicht wieder umfällst. Das weißt du noch? Ja. Einer ist gestürzt und kam nicht runter. Ist alles in die Böen drüber gefallen.